Mensch, andere haben Ressourcen gekriegt. Und ich anscheinend nicht. Wie viele Hungrige haben wir? Drei Hungernde. Zumindest drei, die ich gesehen habe. Ich habe keinen Platz für dich. Wait, what? Waren jetzt 15 oder war da mehr dran? Okay, er wollte nur sagen, dass er mich liebt. Das ist interessant. Okay, du kriegst ja auch Food. Immer noch einer, der hungert. Niemand, der hungert. Nice. Wollen wir mal gucken, wo die wieder überall hingeschissen haben. Ich sehe nichts. Okay, cool. Ja, let's see. Noch mehr Inspiration. Kann ich euch predigen? Yes. Die Leiste oben links sagt die Hälfte. Die Leiste oben links ist so überhaupt gar nicht aussagekräftig gefühlt. Ziemlich nervig ist. Weil die zeigt quasi den Gesamtstatus an, weißt du, was ich meine? Es sind alle deine typisch zusammengefasst. Hm, was haben wir hier? Versorgungsshit, let's see. Ritualfasten. Führt in deinem Tempel ein Ritual durch, um einen Fastenzeit auszurufen. Anher werden drei Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Okay, schaltet das Festritual frei, organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen und erhalte plus 25 Glauben. Frage ist, was für... Ich tendiere halt gerade zu Ritualfasten. Weil ich meine, ja... drei Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Und ihr seht ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen oder halt bis 25 Glauben. Die Frage ist, ich hasse es, dass du nicht siehst, was der Kram braucht. Weil mein Hirn geht gerade den Weg so von wegen, hey, ich brauche, weil ich habe an den Türen gesehen, ich brauche später 12 Follower. Je nachdem, wie billig dieses Festritual ist, kannst du so sehr billig alle deine Follower füttern. Und kriegst auch noch Glauben dafür. Das Problem ist, wenn das Ding scheiße teuer ist, lohnt das nicht. Und das hier ist so basically die Safe-Variante. Ich meine, die sind beide nicht schlecht. Lass es mich so formulieren. Die sind beide nicht schlecht. Aber
Ich finde, du solltest previewen können, was die Rituale brauchen. Ist meine Meinung dazu. I guess I will just YOLO Fest Ritual. Yeah, let's do this. Weil wenn Festritual jetzt irgendwas Spezielles braucht, sind wir halt vollkommen gefickt. Aber ich will es einfach wissen. Das andere ist halt die Safe Option. Fuck die Safe Option. Wait, das Ding braucht nicht mal Food, das Ding braucht Knochen. Okay, das ist broken. What? The fuck? Das ist mega ultra gut. Ich habe die gerade eben erst gefüttert, das heißt, das will ich noch nicht, aber ich mache mal das hier, damit wir mehr Glauben kriegen. Was haben wir hier? Wenn es jetzt 12 Tage Cooldown hat, ist mies. Haben die nicht unabhängig von einem Cooldown? Alle Cooldowns sind unabhängig voneinander. Ich meine, gut, wäre halt schön, wenn du hier dran sehen würdest, hey, wie lange hat das den Cooldown? Das wäre noch was, was ich mir wünschen würde. Okay, wer ist hier? Du bist Dings. Okay. Ihr beide arbeitet. Das ist das Symbol für fertige Dinger. So, wir gehen mal angeln. Ich meine, gut, wenn du das benutzt und es hat Ewigkeiten cooler, und das wird natürlich sagen. Oh. Ich dachte nochmal, dass das Stardew-Angel-Ding irgendwie das ist, was man im Leben braucht. So bad, ich hasse es. Ich meine, ich komme damit klar, aber god dang, it sucks. Ich bin mir ziemlich sicher, es geht nicht nur mir so. Der war easy. Du findest es, wenn du Stardew spielst, ganz okay.
Ich meine, ich habe nichts gegen das System an sich, aber es ist einfach. Ich finde diese Grundsatzidee von dieser Angelmechanik halt nicht so geil. Weil wenn ich das Spiel einfach ficken will, hast du keine Option da zu reagieren. Weißt du, was ich meine? Es ist dieses, da gibt es halt kein Skill. It's like, wenn das Ding einfach sagt, lol, ich bin oben, unten, du kriegst mich niemals, dann kriegst du das Ding nicht. Und das ist das, was mich stört. Du kannst basically Bad RNG nicht mit Skill ausgleichen. Lass es mich so formulieren. Ich meine, ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich weiß, dass es in Stadio so zwei, drei Situationen gibt, wo es so ist. Kann sein, dass es hier nicht so ist. Nothing, dude. Ich habe immer noch nicht den Kram für den gefunden, oder? Ja, das ist eine Krabbe. Interessant. Sieht auch irgendwie janky aus. Fühlt sich auch janky an. Das Ding fühlt sich definitiv janky an. Ich kann sagen, wo sind die Kackhaufen? Bin ich schwör, ich mache eher ja, wenn ich was dingsen kann, dann definitiv. Da, wo sind die alle hin? Ach, jetzt gehen die Holzhacken, ja. Das ist gedingst. Weißt du was, du brauchst nicht Holz hacken, Liebelein. Aber ich kann dich mal eben hier inspirieren. Geh du doch mal beten. Der? Schläft der? Der war gerade kacken. Du, das Inspirieren ist irgendwie cool. Du bist ja nur durch die Gegend am Laufen und deren Kacke am Wegräumen. Fucking ridiculous. Also jetzt, wo ich das Holz nicht mehr brauche, dann gehen Stanley alle... Ja, warte mal. Wait, hattest du schon... Fertig? Okay, cool. Du hast doch ein Geschenk für die. Ja, ich weiß, dass ich ein Geschenk habe, aber ich kann die halt actually alle nicht mehr auseinanderhalten. Aber hier, take the fucking Geschenk. Hier ein Stein. Hast du dir das gerade in den Popo gesteckt?
I'm scared. Ja, ich weiß, dass ich noch einen Zwerman habe, die können wir jetzt machen. Wieso nimmst du den neuen nicht auf? Willst du echt den Grund wissen? Weil Kackhaufen. Literally, weil Kackhaufen. This is actually the reason why I don't take this guy. Weil Kackhaufen. Ja, natürlich bekomme ich mehr, aber ich brauche nicht mehr viel, um mein Klo freizuschalten. Und sobald ich ein Klo habe, kann ich auch mehr Leute aufnehmen. Aber gerade ist der mir hier vollkommen egal. Weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit immer durch die Gegend zu laufen und zu gucken, ob jetzt rein zufällig wieder irgendwo wer hingeschissen hat. Glorreicher Anführer. Einige Ältesten würden aus ihrem Kultverband und suchten nun einen Ort, um ihre letzten Jahre zu verbringen. Vielleicht sollten wir sie bei uns aufnehmen. Ältestenanhänger. Sure. Wo auch immer der ist. Anscheinend nicht hier. Ich hab nur 6. Wait a second. Ich hab nur 6. Follower benutzen, die du nicht indoktriniert hast? Das ist das, worauf es hinausläuft, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, richtig, weil der Typ, der da in dem Indoktrinationskreisel rumeiert, der kostet mich nichts. Der kostet mich keine Verpflegung, der kostet mich kein irgendwas, der scheißt, weißt du, der scheißt einfach irgendwo ein schwarzes Loch. Das ist 100% nicht Internet. Gehe ich auch fast von aus, weil das ist pretty stupid. Weil dann könntest du dir dieses ganze Gedönse nämlich sparen, das ganze gefühlte Micromanagement deines Kultes. Dann würdest du die einfach alle in das lustige schwarze Loch schicken, würdest sie alle Ewigkeiten in dem Kreisel drin lassen und derp. Ich meine, let's see. Wie viel habe ich? 7, 8, 9? Ich habe 7. Ich habe definitiv keine 7. Weißt du, das ist ja eh der Witz. Achte mal drauf. Er zeigt mir oben links an, unter meinem Ding, ich habe 6 Stück. Und jetzt sagt er mir, ich habe 7. Ich bin gerade sehr geneigt, irgendwo einen Follower mitzunehmen. Einfach nur, um das Gegen zu checken. Oh, Kralle und Tentai. Oh, erst das Klo. Ich habe die Dings oder noch gar nicht. Betrifft die Länder des Bischof Hackett. Jene, die nicht den Weg des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Okay.
Ich bin ja nur hoch. Damn, sind die tanky? Ja, du hast mich getroffen, obwohl du vor mir standest, danke. Sehr cool. Was auch immer das war. Oh, ein halbes Ding sie hart. Gehen wir davon aus, das sind Soul Hearts, ja. Gehen wir mal hoch. Lass mich eben schon trinken. Fuck, was ist das? Oh, stimmt, heute ist Freitag. Maybe we have some Destiny later. I totally forgot the reload. Erbärmlich, unterwürfig und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzerei wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Brotes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür muss dein loyalen Anhänger leiden. Boah! Wie die hungern. Excuse me, Arschloch?